Zum Glück gibt es in Europa Frau Merkel. Ich meine, ohne sie wäre mein Vertrauen in die Heilungskräfte der Europäischen Union weit geringer ausgeprägt. Ich glaube, sie ist für mich eindeutig eine der interessantesten Politikerinnen überhaupt und sicherlich hier in der näheren Gegenwart fällt mir jetzt kein interessanterer Politiker ein als Frau Merkel. Ich finde sie wirklich sehr interessant. Ich finde, sie ist von einer unglaublichen Konstitution, von einer unglaublichen Leistungsfähigkeit, wie man das auch in verschiedenen intensiven Krisenphasen der EU gesehen hat. Sie ist keine klare, ich sage jetzt einmal, ideologische, im positiven Sinn, Politikerin, die sozusagen Thatcher, Reagan-mäßig mit einer bestimmten tiefen Agenda antritt und sozusagen ein größeres Projekt zu verwirklichen. Sie ist eine Pragmatikerin, wo es das Pragmatische aber nicht in den totalen Opportunismus umschlägt. Ich sage mal, aus der Sicht eines Bürgers, oder? Heißt ja Demokratie, dass sie eine Auswahl möglichst unterschiedlicher Positionen haben. Und das ist ja eigentlich aus der Sicht der Demokratie wünschenswert, dass sie eine möglichst breite Partei haben. Was natürlich ein möglichst breites Spektrum haben. Das ist vielleicht etwas die Schattenseite oder der Unterschied stärker Deutschland-Schweiz. Wir haben in der Schweiz einfach eine noch breitere Palette an Meinungsangeboten und Positionsangeboten. Das hat entscheidend mit der direkten Demokratie zu tun. In einer repräsentativen Demokratie wie in Deutschland haben sie sozusagen im Parteien-Mainstream meines Erachtens eine viel homogenere Meinungslandschaft. Also der Mainstream in Deutschland ist sicherlich etwas homogener, als er irgendwo in der Schweiz ist. Und das ist an sich ein Nachteil für den Wähler, für den Bürger, weil er heißt, es werden ihm auf bestimmte Positionen kommen irgendwie nicht vor oder sind dann derart am Rand draußen oder werden dann quasi als extremistisch diffamiert. Das ist dann gar keine reale Option. Also konkret gibt es einen Bedarf. Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, eine FDP könnte ja eine an sich, sagen wir mal, liberal-konservative Position einnehmen. Aber was heißt das? Es ist auch nicht ganz so einfach in Deutschland, weil sozusagen die ganze nationalstaatliche Tradition oder der Resonanzboden, der zum Beispiel in der Schweiz viel stärker auch im politischen Spektrum vertreten ist, das ist irgendwo in Deutschland bis zu einem gewissen Grad eine No-Go-Area. Das heißt also, wenn Sie zu stark auf dem, ich sage jetzt, nationalliberalen Spektrum sind, dann laufen Sie Gefahr, schnell ausgegrenzt und so etwas diffamiert zu werden. Aber ich empfinde tatsächlich die deutsche Parteienlandschaft als erstaunlich homogen, ungut homogen in dem Sinn von den Positionen her. Und das lässt sich zum Teil auch daran ablesen. Schauen Sie mal die letzten paar Jahre an, die Regierungen Rot-Grün, Schwarz-Rot und Schwarz-Gelb. Versuchen Sie mal, die großen Unterschiede zwischen diesen drei Regierungskonstellationen zu benennen. Also aus der Sicht der Deutschen hat man zwar dreimal die Regierung gewechselt, aber am Schluss ist immer ungefähr die gleiche Politik herausgekommen. Und das ist für eine Demokratie kein wirklich gutes Zeichen. Da möchte ich nicht sagen, dass der Deutsche eine schlechte Demokratie ist, aber es ist zu wenig Auswahl da. Ich glaube aber nicht, dass eine Partei rechts davon eine Chance hätte, weil ich sehe nicht, wer das machen könnte und ich sehe einfach die Gefahr, dass sehr schnell so eine Bewegung natürlich dann mit auch völlig an den Rand gedrängt würde und irgendwo diffamiert würde, was auch immer. Was im linken Spektrum etwas weniger der Fall ist, naturgemäß. Ich habe diesen Entscheid damals als ein Leuchtturm für die Demokratie in Europa bezeichnet. Gerade auch, weil der Entscheid natürlich auch kontrovers ist und natürlich auch in unserer Redaktion heftige Diskussionen ausgelöst und sehr viele vernünftige Leute gibt, die sagen, das ist also das Überflüssigste, was die Schweiz braucht, ist noch ein Minarettverbot, nicht wahr? Und dann hat ja auch niemand erwartet, dass das überhaupt eine Chance hätte, durchzukommen. Jetzt ist das ja zur Überraschung aller,
Ist das angenommen worden? Weil man hat das sozusagen a priori als unvernünftig angeschaut. Die Weltwoche nicht. Wir haben hier auch immer wieder Befürworter dieser Initiative zu Wort kommen lassen. Welches ist das Signal an die muslimische Community? Das Signal ist zunächst einmal das, dass man sagt, es dürfen in der Schweiz keine Minarette gebaut werden. Das ist sozusagen eine Art Misstrauensvotum. Würde ich sagen, das ist meine Interpretation, eine wichtige Botschaft daraus ist, offensichtlich ist eine Mehrzahl der Wähler der Meinung, dass der Bau von Minaretten sozusagen ein Signal der Differenz ist oder des Willens zur Nichtintegration, des Markierens von Unterschieden, des Entstehens von Parallelgesellschaften. Warum braucht man Minarette? Man kann ja auch so, es wird ja niemand in seiner Glaubensausübung behindert. Also ich glaube, dass hier eine Aufforderung letztlich an die Muslime gesendet wurde, sich stärker irgendwo an der demokratischen, direkt demokratischen, am Gespräch zu beteiligen, sich sozusagen noch überzeugender darzulegen, dass sie wirklich den Willen haben, sich in unsere westliche Kultur zu integrieren. Grundsätzlich würde ich mal sagen, ist es so, unsere Gesellschaft neigt sicher dazu, das ist auch eine Stärke, die Toleranz bis an den Punkt auszuüben, wo sie vielleicht übertrieben ist. Das ist immer schon so, das ist immer schon so gewesen. Ich meine, die westlichen Demokratien haben eine gewisse Trägheit, sie vielleicht auch eine gewisse Gutgläubigkeit und man lässt die Leute machen. Und gefährlich wird es einfach an dem Punkt, wo dann wirklich sozusagen die eigene Rechtsordnung nicht mehr richtig umgesetzt wird, beziehungsweise wenn dann in der Justiz oder in den Behörden aus irgendwelchen politisch-ideologischen Kreisen heraus dann sozusagen eine Verfassungswirklichkeit hergestellt wird, die dann absurd ist. Also eben, wenn sie dann plötzlich, ich weiß auch nicht was, häusliche Gewalt, wenn das plötzlich zum Gentleman's Delikt erklärt wird, als sozusagen multikultimäßig nicht funktioniert, oder wenn ich weiß es auch nicht, oder wenn sie Praktiken haben, die wirklich nicht mehr unseren, nehmen Sie Beschneidung von Frauen oder von Mädchen, was natürlich jetzt bei uns tatsächlich wäre nicht toleriert. Also wenn sie solche extremen Praktiken zulassen, Zwangsheiraten und solche Dinge, dann schlägt es natürlich etwas um. Ich persönlich bin da der Meinung, alarmistische Zuspitzung bringt nichts als Journalist, aber man darf auch die Augen davor nicht verschließen. Man muss versuchen, problematische Entwicklungen zu erkennen und auch beim Namen zu nennen. Man ist dann noch kein Anti-Islamist oder ein Muslimfeind oder so irgendetwas. Also ich würde sagen, mit einer gewissen wachsamen Gelassenheit sollte man diese Phänomene beobachten und je nachdem diese Gemeinschaften daran erinnern, dass eben in diesen Ländern hier eben tatsächlich andere Regeln gelten, als sie es sich gewohnt sind und dass der Anpassungsdruck eher von ihnen ausgehen muss, als jetzt von den Leuten, die hier sind. Ganz klar, ja, natürlich, durch den Fokus auf ihren Auftrag. Was haben die Kirchen für einen Auftrag? Sie haben den Auftrag, seelsorgerisch tätig zu sein und sie haben den Auftrag, ihre Glaubensrichtung und die tiefen Erkenntnisse aus diesen Glaubensrichtungen zu predigen. Ich erlebe Kirchen in der Schweiz zum Teil als NGO Drittweltideologie Prediger, nicht wahr? Also Philipp Pferrer, die einfach irgendwo eine sozialdemokratisch multikulti Drittweltphilosophie predigen. Und ich finde, und unsere Kirchen lehren sich auch, und Kirchen mischen sich auch oft in die tagespolitischen Diskussionen, das finde ich völlig falsch. Der Auftrag der Kirchen ist Seelsorge und ist Fokussierung auf die Botschaft ihrer Religion. Und ich glaube, das ist das Stärkste, was man machen kann. Und man muss sich da gar nicht, und das ist für mich eine Verirrung, wenn man so plötzlich in die sozusagen etwas alltagspolitischen Debatten hineingeht. Ich glaube, das kann es nicht sein. Ja, ich meine,
ich komme ja von der philosophischen, ideengeschichtlichen Seite her. Ich bin nicht persönlich ein sehr gläubiger Mensch. Ich habe, würde sagen, ein etwas intellektuelles Verhältnis zum Glauben und bin zum Beispiel einfach fasziniert von der Kernbotschaft des Protestantismus, jetzt nach zwinglianischer Prägung, der ja irgendwo in der Aussage gipfelt, dass die Welt nicht verdammt ist, also dass sozusagen der Mensch getragen ist, egal was er eigentlich macht, wie schlimm das er ist, wie schlecht das er ist, was er für Fehler gemacht hat, er fällt nicht in Ungnade und es ist sozusagen, jeder Mensch hat diese, sagen wir, göttliche Gnade, trägt ihn. Und das ist an sich eine sehr, ich finde das eine sehr interessante und auch tröstliche Botschaft, auch in dem Sinn, dass sie eben etwas verhindert, was gerade mit Religion oft in Verbindung gebracht wird, meines Erachtens zu Unrecht, nämlich der Moralismus, das Pharisäertum, sozusagen, dass es Leute gibt, auch innerhalb der kirchlichen Hierarchien, die sich sozusagen, oder der Glaubensgemeinschaften, die sich durch ihren Glauben sozusagen erhaben und als etwas Besseres fühlen und glauben, ja, wir haben die Moral gepachtet, weil ich näher bei Gott bin als andere, bin ich auch der bessere Mensch, ich kann auf andere herabschauen, also etwas dieser platte Moralismus, der leider oft auch aus der Religion abgeleitet wird, ist im Prinzip ein Fundamentalwiderspruch zur Kernbotschaft des Protestantismus, wie ich ihn verstehe. Und das ist dann sogar eine fundamentale Glaubensrichtung, die eine, in dem Sinn, ich sage jetzt, letztlich eine enorme Bedeutung für mein Leben hat. Nicht im engeren gläubigen Sinne, aber in dem Sinn, dass ich sage, boah, doch, man ist getragen, man muss. Die Eigenverantwortung kommt in dieser Philosophie mit. Also es ist sozusagen, man sollte auch nicht verzweifeln. Also es ist, auch wenn alles ganz schlimm ist, man ist immer noch getragen. Man muss nicht verzweifeln. Verzweifeln ist eine Sünde sozusagen, wenn man es jetzt etwas eminent, etwas zugespitzt formulieren möchte. Und in dem Sinne hat das für mich eine große Bedeutung, aber ich sage jetzt mal eher auf einer stärker intellektuellen Stufe als auf einer ganz jetzt sozusagen lebenspraktisch gefühlten Stufe. Ich muss mich manchmal eher wieder mal daran erinnern in einer schwierigen Situation. Eben, oh ja, das darf man ja eigentlich nicht verzweifeln, oder das ist ja alles. Aber das ist nicht sozusagen in Herz und Nieren da drin, nicht? Grundsätzlich verliert eine Institution, wenn sie klagt, wenn sie ein Satiremagazin einklagt, dann hat sie eigentlich schon verloren. Auf der anderen Seite, ich muss sagen, ich habe den Fall nicht so genau verfolgt, es geht ja um ein, glaube ich, ein Bild, das sie gemacht haben, vorne auf der Titelseite, ist das richtig? Ja. Ja. Ich muss so sagen, das Motiv dieses Titelbilds ist mir nicht ganz ersichtlich. Also, was ist eigentlich das Motiv, dass man den Papst in so einer entwürdigenden Art darstellt? Warum macht man das? Was will man mit dem zeigen? Möchte man mit dem, also wenn das Motiv ist, einfach die Katholiken zu verärgern, dann muss ich sagen, das ist ein ganz schlechtes Motiv. Aus dem heraus sollte man auch keine Satire betreiben. Satire müsste einen etwas aufklärerischen oder einen etwas, wie soll ich sagen, auch einen etwas machtkritischen Aspekt haben. Es gibt nichts Unmutigeres, als sich heute irgendwie lustig zu machen über die katholische Kirche. Also das ist überhaupt nicht, das ist für mich also letztlich eine publizistische Entgleisung, das Ganze. Ja, alle die sich davon einschränken lassen, schränkt das natürlich ein. Das ist ein Grundkonflikt. Gesellschaften, demokratische Gesellschaften tendieren immer dazu, Meinungskonformität herzustellen, bestimmte Dogmen zu errichten, bestimmte heilige Kühe hineinzustellen und dann sozusagen durch Diskursverbote, Denkverbote zu versuchen, dass man darüber nicht spricht. Wer den Euro kritisiert, ist ein Nationalist, der in den 30-jährigen Krieg zurück will. Wer Missstände in der Migrationsbewirtschaftung oder Migrationsmanagement benennt, ist ein Rassist.
wer, ich weiß nicht was, die problematischen Entwicklungen bestimmter Strömungen innerhalb des Islam thematisiert, ist ein Islamhasser, mit dem man nicht mehr reden darf, oder wenn man sieht, was man versucht hat mit Thilo Sarrazin zu machen, dann sehen sie natürlich eine schlechte Political Correctness am Werk. Aber das Tröstliche ist eben, wenn sie etwas sagen, was einen Substanzgehalt hat, was einen Wahrheitsgehalt hat, dann werden auch diese Korrektheitsrituale keine Chance haben, ihre Botschaft zurückzudämmen. Das hat man ja auch bei Sarrazin sehr gut gesehen. Ja, natürlich, man ist gegenüber dem Christentum, siehe Titanic, versucht man sich eigentlich darüber zu überbieten, die eigene Unerschrockenheit und Offenheit durch eben Kirchenbashing, Papstbashing, vor allem Papstbashing, also er ist ja ganz Benedikt, ist ja ein ganz beliebtes Sujet des journalistischen Furors, was mich als Nicht-Katholik ja dazu gebracht hat, in der Weltwoche konstant eigentlich die positive, auch die guten Seiten und das Positive von Papst Benedikt immer wieder herauszustreichen, um hier Gegensteuer zu geben gegen diese Konvention, diesen Konventional. Auf der anderen Seite hat man sehr lange tatsächlich einfach sozusagen die kritische Beleuchtung einer Religion in deren Namen, das muss man einfach so sagen, das ist auch ein Missbrauch dieser Religion, in deren Namen auch schreckliche Taten kürzlich, bis vor kurzem nach wie vor, begangen worden sind, dass man das sozusagen nicht thematisieren wollte. Und mit der Zeit jetzt langsam hat sich das verändert. Aber natürlich ist hier ganz klar zu beobachten, also man ist sich selber gegenüber der eigenen Religion, geht man unzimperlicher um als mit der anderen. Teil davon kann ich nachvollziehen, das ist die Höflichkeit auch dem Fremden, dem Gast gegenüber sozusagen. Aber es hat natürlich dann schon auch, kippt es natürlich ins ritualhaft, eben politically correct im falschen Sinn. Ich nicht, ich lebe ja nicht in Deutschland. Es gibt viele Deutsche, die mich oft darauf ansprechen und sagen, wieso will ich mit der Weltwoche nicht mal nach Deutschland gehen. Ich bin natürlich ein bescheidener, vorsichtiger Mensch. Das sind da riesige Abenteuer. Ich kenne auch die hohe Qualität und Leistungsfähigkeit der Zeitungen und Zeitschriften in Deutschland. Aber ich würde mal sagen, ein Blatt. Mein Vorbild ist ja der Spiegel der 60er Jahre. Das ist sozusagen ein Blatt, das einerseits Gegensteuer gibt, nicht den Konsens bewirtschaftet, damals zumindest nicht, und gleichzeitig auch Missstände aufdeckt im Staat, Missstände in der Politik und sich eben nicht mit der Politik verbandelt und gemein macht. Und da glaube ich, da würde es zum Teil in Deutschland, wenn ich mir das erlauben darf, die Aussage, würde es vielleicht nicht schaden, wenn die Journalisten da zum Teil etwas kritischer sind und auch dem publizistischen Mainstream gegenüber in Deutschland einfach etwas kritischer eingestellt sind. Es gibt Versuche, Fokus geht immer etwas auch in diese Richtung. Vielleicht kommen die in der Krise dazu, hier diese Rolle etwas aktiver zu spielen. Reizen schon, aber es ist unternehmerisch natürlich, ist das eine sehr große Sache, das können Sie nicht noch so schnell aus dem Hut zaubern, da müssen Sie dann, das ist dann eine ganz generalstabsmäßige Übung, plus man darf einfach etwas nicht vergessen, Journalismus, auch im politischen Bereich, ist eine sehr letztlich eine intime Angelegenheit in dem Sinn, dass sie sich irgendwo an der DNA ihres eigenen Landes bewegen. Also sie bringen Debatten auf, sie decken Probleme auf. Um Probleme aufzudecken, brauchen sie einen Maßstab. Was ist eigentlich überhaupt ein Problem? Ich meine, ein Oscar Lafontaine definiert ein Problem anders als ein Guido Westerwelle und so weiter. Da kommt also das Politische kommt ins Spiel. Und Journalisten haben eine sehr große Wirkung und das rüttelt die Leute auf, je nachdem, was man schreibt. Und da muss man auch sehen, wenn Sie natürlich als Schweizer
als Journalist in ein Land kommen wie Deutschland. Ich glaube nicht, dass die Deutschen darauf gewartet haben, dass ihnen ein Schweizer erklärt, wie jetzt ihr Land funktioniert oder was jetzt vernünftig ist. Das müssen die Deutschen schon noch selber zustande bringen. Also wenn die Not dann ganz schlimm ist, oder, dann kann man sich ja mal bereit erklären, als Schweizer das zu machen. Aber ich würde sonst den Deutschen empfehlen, diese Fragen müsst ihr selber, diese Debatte müsst ihr selber austragen. Und wenn etwas fehlt, dann muss das halt ein Deutscher erfinden.